Und wir kommen jetzt zur Kultur. Ab dem 19. Mai sollen Theaterbesuche wieder erlaubt sein. Und zuletzt durfte man optimistisch sein, dass auch die Sommerfestivals stattfinden würden. Die Festspiele Reichenau sind aber dieses Jahr abgesagt worden. Warum, das weiß Patrick Zwerger von Kultur heute. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Patrick. Hallo Rainer. Warum sind denn die Festspiele Reichenau abgesagt worden? Ja, die Festspiele Reichenau hätten ja eigentlich ab 2. Juli stattfinden sollen. Geplant waren 85 Vorstellungen von Stücken wie Des Teufels General oder Umsonst von Nestroy. Ja, und umsonst war nun auch die ganze Planung, denn das Festival wird dieses Jahr nicht stattfinden. Die Absage begründet man damit, dass mit einer nur 50-prozentigen Auslastung ein zu großes Defizit man haben würde. Die Rede ist hier von 1,2 Millionen Euro. Zudem wolle man Theater erster Klasse spielen, nicht mit Tests und Masken. Das sagten die Intendanten der Festspiele Reichenau, Renate und Peter Leutold. Die beiden haben das Festival im Jahr 1988 gegründet und leiten es seitdem ja gemeinsam. Umso überraschender hat nun heute Vormittag Renate Leutold ihren Rücktritt verkündet. Wie es mit dem Festival weitergeht, ist also unklar. Weiter geht es eben jedenfalls mit dem Museumsbetrieb in Wien und Niederösterreich, wo einige Museen diese Woche mit neuen Ausstellungen eröffnet wurden. So ist etwa im Kunsthaus Wien seit heute die Ausstellung mit Werken der österreichischen Fotografin Elfi Semotan zu sehen, die ja für ihre künstlerischen Modefotografien bekannt ist und etwa Stars wie Schauspieler William Defoe oder Marina Abramovic porträtiert hat. Ja, und ebenfalls neu eröffnet wurde die Ausstellung Die Donau im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte des Flusses und zeigt etwa die aufwendige Regulierung der Donau im 19. Jahrhundert. Mehr dazu berichten wir ab 1945 in Kultur heute. Und anlässlich des heutigen Tags der Inklusion stellen wir die All-Star Inclusive Band vor und den preisgekrönten Autor Peter Gstöttmeier. Reichhaltiges Programm bei Kultur heute. Wir freuen uns auf die Sendung. Vielen Dank, Patrick Zwerger. Danke. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Mehr Nachrichten vom Tag sehen Sie wie immer um 19.18 Uhr in Österreich heute mit Christine Meyer-Bohusch. Und ORF3 aktuell gibt es morgen wieder ab 9.30 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Für heute auf Wiedersehen und bis morgen.